Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für eine Kreuzworträtselrunde. Wir sind mittlerweile bei Tag, wenn ich mich nicht irre, 15 angekommen. Ja, und was soll ich sagen? Fangen wir doch mal an. Machen wir mal keine großen Umschweife und tragen eine Eule ein. Dann schmal ist eng. Singvogel könnte noch alles Mögliche sein. Was hätten wir denn hier noch so? Die Drachenechse. Eidechse. Drache geht nicht. Elektrischer Pluspol. Ist momentan noch nicht. Englisch bitten, to beg. Das könnte auch flehen heißen. Flusswiesen, noch nicht. Englisch Gebiet ist erstmal Area. Bauteil für Schrauben. Schrauben. Ich hätte jetzt an so ein Gewinde oder so gedacht. Schade, bestrafen ist schon mal nicht das, dass da ein N am Ende kommt, das ist ja klar. So, unbestimmter Artikel, ja, eine poetisch Mädchen, eine Maid? Ja, Weib, nein, das natürlich nicht. Ach Gott, eine Amme ist die Ziehmutter, genau. Gehörlos ist taub. Gemeinde ist die Kommune. Ja, es läuft bisher. Länder sind natürlich Staaten. Bestrafen ist ahnden. Das war das gewesen. Biblischer Frauenname Ida, Anna. Umgangssprachlich nein, ist wieder mal nee. Berufsehre ist die, der ist der Ethos. Kurze Hose, das ist eine, sind, ist eine Shorts, würde ich sagen. Ja, steckt also schon mit drin im Wort. Hinterdrein, nach. Es geht gerade relativ schnell, aber ich glaube, das wird sich noch ändern. Spielkarten. Cards. Nee, Card. Nein, das nicht. Ein griechischer Gott. Gibt es zum Beispiel den Mars? Mal gucken, ob der das ist. Nein, das ist er nicht. Oder war Mars ein römischer Gott? Habe ich jetzt wieder das... Ja, ich habe es wieder verwechselt. Außer sich könnte rasend sein. Ja, ist es auch. Dann ist die Zahl wahrscheinlich die 3. Ein Kerbtier ist dann ein Insekt. Habe ich noch nie gehört, das Wort Kerbtier. Aber durch die Buchstaben wusste man natürlich, was gemeint sein könnte. Asiatische Hauptstadt. Also Peking ist es schon mal nicht. Das ist es schon mal nicht. Und Tokio ist es auch nicht. Dritter und vierter Fall von wir. Ja, ist bestimmt uns. Da haben wir hier 2-1 Risiko. Gegner Luthers. Oh Gott. Hier haben wir übrigens Taipei. Wow, das ist schön. Ich habe letztens noch so gedacht, was wenn jetzt asiatischer Staat kommt und oder asiatisches Land und ich dann Taiwan eintragen darf, weil das Kreuzworträtsel das so von mir will. Ich bin nicht, also in gewissen Sachen versuche ich auf YouTube nicht politisch zu sein, tatsächlich. Aber sagen wir mal so, wenn jetzt in einem Kreuzworträtsel was zu Taiwan vorkommt, egal meiner politischen Einstellung dazu, ungeachtet dessen, würde ich natürlich Taiwan dann auch so in das Kreuzworträtsel als Land eintragen. Würde ich dann einen potenziellen Social Credit Score Abzug bekommen, wenn ich denn einen Social Credit Score hätte? Das würde mich mal interessieren.
So, aber was ist denn jetzt was Positives? Gehen wir mal lieber zu was Positivem. Wahrscheinlich wird dieses Video in China sowieso verboten sein. Mir kann es egal sein, das ist nicht meine Zielgruppe. Alkoholisches Getränk ist zum Beispiel ein Gin. Aha. Jagdsignal. Gute Frage, gute Frage. Eine Untugend, Spielkarten. Spielkarten, ja, Weiß ich noch nicht. Den Inhalt entfernen. Naja, das ist natürlich leeren. So. Und damit hätten wir das auch schon. Da, 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 da. Schlimm. Ungut. Übel. Nee, übel geht nicht. Hier wird es, glaube ich, langsam schwierig. Elektrischer Pluspol, was ist denn das damit? Was ist denn damit gemeint? Also es gibt Plus, es gibt Minus, es gibt bei der Elektrik, was ist da Plus- und Minuspol? Da bin ich mir noch nicht sicher ganz. Himmelskörper sind Sterne. Dann machen wir erstmal das. Genau. Spielkarten. Mal überlegen, was könnten die damit gemeint haben? Oder Kamin. Ist bestimmt jetzt nicht Ecke oder so gemeint. Das wär mies, wenn da jetzt Ecke oder sowas reinkommt, weil. Was? Warum? Aber ich glaube, die Untugend könnte irgendwas mit Tat am Ende sein. Oder auch nicht. Ah, puh. Spielkarten. Oh, was meinen die mit Spielkarten? Was meinen die da nur? Erstmal bisschen raten. Eck. Okay. Oh, Positives ist Gutes. Jetzt hab ich's. Ja. Ja, Gutes. Gutes. Jagdsignal. Das Jagdsignal. Das ist bestimmt auch wieder entweder was, was ich gar nicht kenne. Machen wir mal. Ich habe keine Ahnung. Ass. Ass, Spielkarten. Spielkarten. Ass. Asse, Spielkarten, oh, die meinten ganz bestimmt, ja, jetzt habe ich es auch langsam, ach Gott. Kamin war Esse, also fast wie Asse. Okay. Gott, was ist denn dann das Jagdsignal? Das definitiv nicht. Wer kennt es nicht? Banali? Ja, genau. Nein, nein. Was war denn das? Was könnte das denn sein? Untugend des Fasten. Nein, nein, nein. Aber trotzdem würde ich gerne mal wissen, wenn ich jetzt Rasten eingebe oder. Nee. Ach so, oh, jetzt ist schon wieder das Laster ein. Ist gemeint. Ach, Mann. Die haben immer, die haben richtig oft Laster, aber unter anderen Begrifflichkeiten. So. Drachenechse. Ich würde mal fast sagen, wir haben es hier mit einem Waran zu tun. Ich glaube, ja, genau.
Ah, und der Pluspol natürlich, das war die Anode. Anode und Kathode. Genau. Singvögel sind dann die Amseln. Okay, ja. Ist schlimm jetzt böse? Oh Gott. Da muss man viel Fantasie haben, um das. Aber was ist denn dann? Alali. Ala. Galali, Kalali. Malali, Nalali. Balali. Walali. Walalali. So. Ich versuch mal noch. Xalali natürlich nicht. Also wer. Alali. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe gerade sowas von keine Ahnung. Halali? Jagdsignal Halali? Habe ich in dem Kontext noch nie gehört, muss ich leider zugeben. Halali. Halali ist ein Jagdsignal. Ist das dann da was, was man ausspricht oder. Ah, okay, warte mal. Ich muss mal woanders hin, hier an den Dübel. Flusswiesen sind dann wahrscheinlich wieder die Auen. Ja. Und hier wüsste ich wieder nicht, wer der Grieche ist. Lea. Och Mensch, biblischer Frauenname Lea. Ist das der Helene? Ja. Mensch, da haben wir ja wenigstens das schon mal gelöst. Stimmt, Helene. Bestimmt irgendwie. Weiß ich nicht, könnte abgeleitet sein von Helena. War da auch eine griechische Göttin, glaube ich. Könnte aber auch vielleicht was anderes sein. Na, auf jeden Fall, wir haben es diesmal geschafft. Ich habe mitgekriegt bei irgendeinem anderen Rätsel, also hat mir jemand in den Kommentaren gesagt, dass ich da nicht alles hatte. Ja, da habe ich die restlichen Buchstaben nochmal nachgeliefert. Das waren zwei Stück. Waren zum Glück der gleiche. Da konnte ich sagen, die fehlenden Buchstaben und dann nur einen Buchstaben schreiben. Sparzeit. So, dann machen wir jetzt mal das nächste. Und zwar würde ich gerne wieder erstmal das Lösungswort rauskriegen. Also das ist definitiv schon mal. Genau, jetzt sag ich nicht, welche Buchstaben ich da drin habe, sondern ich sage gar nichts. Und wenn ich das Lösungswort habe, dann sage ich es. Könnt ihr ja auch mal versuchen, vielleicht kriegt ihr es schneller raus. Keine Sorge, ich bin noch am Über nach, am Überlegen.
Ich habe es. Ich glaube, ich habe es. Ich will es nur noch mal überprüfen. Ja, es ist das Festival. Also ich sage jetzt einfach, es ist das Festival. Geben wir es doch mal ein und gucken dann. Das wäre das und so, gucken wir mal, ob das wirklich so hinhaut. Also, das rollen wir mal von hinten auf. Da haben wir die Elle. Ada wird wahrscheinlich. Ach so, nee, warte mal. Versuchen wir mal hier noch. Sämtliche. Alle? Ich versuche mal noch die 7 rauszukriegen. Französischer Männername ist natürlich wieder René. Staatenbildendes Insekt weiß ich auch. Da kommt hier erstmal ein A hin. Dann haben wir hier nämlich den Kalmar. Genau. Und dann gucken wir uns mal die 6 an. Ist Höhenlage. Weiß ich noch nicht, aber artig, wusste ich. Nicht alt. Neu. Die Höhenlage ist das Niveau. Ja. So, dann gehen wir mal bei 5 weiter. Das Opernlied ist die Arie. Kurzform von Anton. Anti? Übrigens, italienische 6 ist natürlich Sei. Hatten wir mal. Erst vor kurzem. So, dann hatten wir jetzt die 5. Die 4 kommt als nächstes. Kampfplätze sind natürlich die Arenen erstmal. Fußballmannschaft ist eine 11. Märchengestalt ist Fee. Ich weiß, das ist jetzt gerade wieder ein bisschen weit davon weg. Auslese, Auslese. Machen wir erstmal. Ach so, nee. Machen wir hier ein L hin, bevor wir das Wort fertig machen. Wir sind ja noch nicht bei der 4 angekommen. Auslese, Auslese. Eine Auslese ist eine Auswahl oder sowas. Also machen wir hier erstmal Alleen hin bei den Pracht. Elite ist die Auslese. Aktuell ist in übrigens. Undeutlich sprechen ist lallen. Das brauche ich jetzt mal. Ups. Was ist denn die Brotkante? Sag mir nicht, das ist Knast. Was? Habe ich noch nie gehört als Wort für eine Brotkante tatsächlich. Also, da wo ich herkomme, hatte man auch mal die Bezeichnung Knast haben im Sinne von Hunger haben. Fragt mich nicht, wo das herkommt. Aber, ja. Das kenne ich noch höchstens. Aber ich habe noch nie von einer Brotkante als Knast gehört, muss ich ehrlich sagen. So, Hauptstadt von Togo weiß ich ausnahmsweise mal, ist Lome. Aber das weiß ich nur, weil ich Ameise schon wusste. So, dann haben wir nämlich den dritten Buchstaben auch. Und die Ader ist die Vene. Damit habe ich relativ früh angefangen beim Durchgucken. So, und natürlich, weil war ja Nummer 2 und Lift hatte ich vorher schon. Das war die Nummer 1, genau. Süßer Brotaufstrich. Da hatte ich erst Honig gedacht, aber dann habe ich die Ader gesehen und dachte mir, nee, das geht nicht. Klappt nicht. Birkengewächs. Erstmal Faden ist Garn. Das kriegen wir noch so hin. So. Süßer Brotaufstrich. Ich weiß es immer noch nicht. Unwichtig ist erstmal egal. Und dann. Ach so, die meinen ein Gelee. Ah, oh. Huhu. Fiebermittel ist ein Fibrin. Nee, Fibnin? Nein. Das klappt nicht. Was ist denn noch so ein Fiebermittel? Oder nehmen wir erstmal das Nagetier. Das ist nämlich die Ratte. Schwung ist Elan.
wip, wip. Umgangssprachlich. Nein, hatten wir gerade erst wieder. Früher. Ah, Anton, natürlich. Oder Anthony oder sowas wird ja auch auf Toni abgekürzt. Na, dafür ist Pro. Den Hautausschlag, den habe ich jetzt auch. Von denen habe ich mir letztens, wurde mir letztens ein Paket zugestellt, mal wieder, vom Herpes-Versand. Früher war einmal, oder ist einmal, nee. Alkoholisches Getränk ist dann das Ale. Arg. Nee, genau, also ich bin kein Freund des Herpes-Versandes. Wie ihr vielleicht gerade mitbekommen habt. Phenin oder sowas? Das klingt zumindest so. Nee. Nee, gar nicht. Gucken wir erstmal. Okay. Das ist jetzt ein Fiebermittel, was ich wahrscheinlich. Was gibt's denn noch so für Chinin? Nee. Dihinin? Nee, eigentlich Rinin? Oh Gott. Ohinin, Ihinin, Uhinin, Ahinin, Ehinin. Also, wir sind auch schon die. Diese Buchstaben sind wir auch. Chinin, Chinin, oh Gott. Das muss man sich auch noch merken, wenn man Chitin, wenn man in Chitin einen Buchstaben austauscht, kriegt man ein Fiebermittel. Aber das wird wahrscheinlich mit Insekten überhaupt gar nichts zu tun haben. Hilfe. Lichtstromeinheit. Was war denn das nochmal? Artus-Ritter. Ist hier Merlin, der Zauberer, gemeint? Ja, ja. Ah, okay, die Lichtstromeinheit natürlich ist gut zu wissen beim Beamer-Kauf. Arg ist dann übel. Ja, nee, also Lumen, klar, klar. Ich habe auch gerade daran gedacht, aber ich dachte, da war irgendwas mit Lux oder so. Aber es ist ja wieder was anderes. Bündnis ist eine Liga. Wasserpflanze. Ist ein dünnes Plättchen eine Labelle? Nein. Ladelle, Laselle. Latelle, Larelle. Lamelle. Oh, natürlich, eine Lamelle. Und damit sind wir sogar schon durch. Mensch, was hat es denn heute gedauert? Ah, ein bisschen so über 23 Minuten. Ja. Schön, schön. Mal davon abgesehen, also beziehungsweise vielleicht auch unter der Erschwernis, dass ich ja für das Lösungswort gar nichts eingetragen habe. Ich finde das so schön, Kreuzworträtsel auf diese Art und Weise zu lösen, dass ich einfach nur versuche, das Rötungswort rauskriege, ohne einen einzigen Buchstaben einzutragen. Also das Kreuzworträtsel sozusagen noch erhalte für die Nachwelt. Ja, hat diesmal geklappt, muss nicht immer der Fall sein. Zum Beispiel, ich kann auch Buchstaben eintragen und trotzdem was Falsches raus haben, wie zum Beispiel beim Klickfeld vor einigen Tagen oder vor gefühlt einigen Tagen. Ja, jedenfalls, die Musik geht gerade aus. Nee, doch nicht. Die bleibt doch. Aber ich würde mich trotzdem mal dazu entschließen, jetzt hier mal wieder einen Cut zu machen. Es war wieder mal ein Fest für mich. Es war mal ein Knast für mich. Ups. Hier. Nee, es war ein Festival für mich. Ja, genau, das war es. Und ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei bei der Rätselrunde. Ich kling mich aus. Tschüss.